Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir mein Video wieder anschaust. Ich bin heute rausgefahren, um mal die neue GoPro Hero 9 Black zu testen und zu vergleichen mit meinen anderen Kameras, wie zum Beispiel der Osmo Pocket, die ich hier gerade in der Hand halte. Ich werde dazu einmal eine richtig harte Nuss den Kameras zu bearbeiten geben. Und zwar haben alle Kameras am meisten Schwierigkeiten mit viel Bäumen, Gebüsch, grünes halt, Wald. Deshalb bin ich hier rausgefahren bei uns in den Wienerwald, in den Wernerwald. Und hier werde ich jetzt gleich mal die Kameras gegeneinander antreten lassen. Also seid gespannt und ich bin auch gespannt auf das Ergebnis dann. Viel Spaß beim Schauen. Ja, und beginnen möchte ich meinen kleinen Vergleichstest hier zwischen der neuen GoPro Hero 9 Black und der Osmo Action und der kleinen Osmo Pocket hier heute mit der Osmo Pocket. Mit der gehen wir jetzt den ersten Gang durch den Wald und nehmen auf. Jetzt geht's los. So, dann sind wir hier am Anfang des Waldpfades. Das Schöne bei der Osmo Pocket ist natürlich, dass sie ein echtes Drei-Wege-Gimbal hat, was ja sonst die anderen Action-Cams nicht haben. Und so ist die Bildqualität natürlich auch nicht durch irgendwelche elektronischen Bildstabilisatoren beeinflusst. Das ist schon mal der größte Vorteil der Osmo Pocket. Ja. Mal schauen, wie sie sich dann hier so schlägt. Die ersten Versuche hier im Wald. Bei der Osmo Pocket kann ich halt auch ganz einfach das Bild umstellen, indem ich halt auf mich wechsle. Und dann dürfte das auch diesmal scharf sein, das Bild. Hoffe ich jedenfalls. Ich habe die Bildeinstellungen alle auf Automatik belassen, damit der Vergleich zwischen den einzelnen Kameras möglichst objektiv stattfinden kann. So. Dann gehen wir hier mal schön durch den Wernerwald. Es ist mittlerweile September, aber noch sehr warm, sehr sommerlich. Gute Temperaturen. Heute haben wir 19 Grad. Richtig schön für einen kleinen Ausflug in den Wald. Wir die Überreste der alten Versuchsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg für die V1 und V2 Raketen. Es wurde von den Alliierten nach dem Krieg alles dem Erdboden gleich gemacht. Es ist nicht mehr allzu viel von zu sehen. Weiter geht's. Zwischendurch werde ich euch dann hier auch immer mal das Bild der anderen beiden Kameras quer mit einblenden, damit ihr den direkten Bildvergleich habt. Alte Bank,
Kaffee. Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann und sehen kann, auf dem kleinen Bildschirm des iPhones, sieht das auch alles recht gut aus mit der Osmo Pocket. Durchs Gebüsch. Ja, dann kommen wir gleich wieder zu dem Kriegerdenkmal. Das hatte ich euch ja auch schon mal in dem Video mit der Mavic Air 2, die ich hier im Wald getestet habe, eingeblendet. Ich verlinke euch hier nochmal das Video dazu. So, dann werden wir jetzt auch wieder einmal das Kriegerdenkmal komplett umrunden mit der Kamera. Das mache ich dann mit den anderen beiden Kameras auch. Schauen, wie das wird. Einmal komplett rumgegangen und dann geht's weiter durch den Wald. Da hat es dann wieder die kaputte Bank. Mal hier. Mir jetzt mal ein wenig den Weg merken, den ich hier schon gegangen bin, damit ich nachher so ziemlich dasselbe mit den anderen beiden Kameras laufen kann. Natürlich hat man so viele helle Stellen im Bild, wenn die Sonne mal durchkommt, so wie jetzt hier bei dem Baumstamm. Deswegen würde ich normalerweise mit einem ND-Filter arbeiten. Aber da ich noch keine ND-Filter für die neue GoPro habe, für die Hero 9, habe ich das jetzt mal alles auf Automatik gestellt und versuche so auch die Bilder ganz gut hinzukriegen. Ja, ein alter Baumstamm. Jetzt hört ihr im Hintergrund wieder Probealarm. Ja, dann wird es wieder dunkel. Gehen wir hier nochmal lang. Ein verstecktes Spinnennest. Ich habe hier bei der Osmo Pocket ein
Weitwinkelvorsatz verwendet, damit mehr von dem Bild drauf kommt. Einen größeren Bildausschnitt. Noch mehr Totholz. Hier auch der Weg schon so langsam, dann sollte ich an diesen Bäumen langsam wieder zurückgehen. Mal schauen, ob ich das nachher mit der nächsten Kamera auch so gut hinbekomme. Und wenn es nicht hundertprozentig derselbe Weg ist, ist es auch nicht so tragisch. Ich denke, wir können schon mit dem Material ganz gut was anfangen, dass man die Kameras hier im Wald direkt vergleichen kann. Ja. Gerade noch so ein Durchkommen für mich, nicht ganz einfach. Wechsle ich noch mal die Ansicht. Da haben wir hier lang. Und dann habe ich den Weg hoffentlich wiedergefunden. Mal schauen, ob ich noch wieder nach Hause finde oder mich endgültig verlaufen habe hier. So, das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, so kommen wir ganz gut rum. Da fährt Blaulicht, Feuerwehr. Und deswegen mache ich das so. Hier haben wir einen interessanten Pilz. Ich darf nicht zu nah reingehen, weil ich keine Makro-Linse für die Small Action habe. Mit 4K und 30 Frames per Second. Ich glaube, mit der GoPro Hero 9 werde ich dann die einzige Ausnahme davon machen, da sie mir ja auch 5K bietet, werde ich dann die Aufnahmen damit machen. Durch. Durch das Gebüsch. Ich schalte noch mal um. Auf meine Sicht. Hallihallo. Ja, die Belichtungsautomatik ist eigentlich gar nicht so schlecht in der Osmo Pocket. Passt sich relativ fix an. Hier der Weg. Ein etwas anderer. An diesem Totholz vorbei. Sehr schön, da ist auch eine fette Spinne. Und der Horizont versucht zu leveln. Ja, und dann gehe ich so wieder zurück. Dann müsste ich auch wieder an meinen Startpunkt kommen. Moin. Moin. Na du. Guckst mich. Ja, das ist klar. Schön weitergehen. Das Leben ist halt wie eine Überraschungstüte. Wie eine von meinen Überraschungstüten, die ich so verkaufe. Man weiß nie, was man bekommt. Ja, jetzt bin ich trotzdem gerade eben noch ein bisschen anders gelaufen, weil hier der alte Friedhof noch zu sehen ist. Schon spannend, was es hier alles so zu entdecken gibt.
richtig schöne Location, um Aufnahmen zu machen. Hat so ein bisschen was von Lost Place. Ein verlassener alter Friedhof mit jüdischen Grabsteinen. Ich muss mal schauen, wie lange ich das Video mache. So, die einzelnen Rundgänge mit den Kameras dauerten ja fast 20 Minuten jedes einzelne, wenn ich das hintereinander schneiden würde. Und wäre das Video, hätte das Video eine Laufzeit von einer Stunde. Das wäre vielleicht doch ein bisschen sehr übertrieben. Wer guckt sich das schon zu Ende an? Aber ich werde mal schauen. Auf jeden Fall wird es ein interessantes, sicherlich auch spannendes, längeres Video werden. Gehe ich jetzt mal hier direkt durch die Ruinen der alten Versuchsanlage von der V2-Rakete. Die ganzen Gerätschaften, Entwicklung und auch die Wissenschaftler wurden ja zum größten Teil nach dem Krieg in die USA verbracht. Unter anderem auch Werner von Braun, der dann eine steile Karriere in den USA machte, weil er für die Amerikaner die V2 weiterentwickelte in die Saturn, mit welcher dann auch zum Mond geflogen wurde. Werde ich hier schon mal meine Schlussworte in die Kamera sprechen. Das ist vielleicht mal ein etwas anderes Bild als nur da hinten an dem Baumstamm. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss angeschaut habt. Egal ob jetzt in der kürzeren Version oder in der super langen Version, die ich auch noch machen werde. Ich freue mich darüber. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und vielleicht schreibt ihr einen kleinen Kommentar rein. Ihr könnt natürlich den Kanal abonnieren, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und unten die Glocke drücken, das ist auch ganz wichtig. Nur so werdet ihr immer informiert, sobald ich ein neues Video draußen habe. Ja, und ansonsten bleibt mir dann wieder nur zu sagen, bleibt alle gesund, habt viel Spaß, unternehmt was Schönes, so wie ich jetzt heute hier mit den drei Kameras. In der Wildnis, im Wald, ja, verbringt Zeit mit Freunden und Familie, ist immer wichtig. Bleibt gesund, hatte ich schon gesagt, glaube ich. Ja, und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Ich werde noch weitere Vergleichsvideos machen und auch von der Comic-Con sicherlich eins. Seid also gespannt. Wir sehen uns. Bis dann, euer Matthias.